warum Bunti Bunti heisst, könnte ich jetzt beantworten, aber Piranha? Nein, sorry da, nein, habe ich keine Ahnung. Wären es bissig gewesen vielleicht. Also, warum unser Verein Piranha heisst, das ist sogar für unsere Ur-Piranhas und die, die bei der Gründung dabei waren, eigentlich ein bisschen ein Rätsel. Es ist ein Fantasiename. Eigentlich hat man das einfach so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Sicher ist der Hintergrund, dass man halt bissig ist, so ein Raubtier, das ein bisschen aggressiv ist und Gas gibt. Ja, ich glaube, das ist sicher ein Hintergrund, aber leider kann ich nicht genaue Informationen über den Ursprung von unserem Vereinsnamen geben. Traubenzucker. Traubenzucker. Irgendetwas. Irgendeine Nusstorte. Ich weiß es nicht. Bei uns gibt es in der Rittelspause vor allem Bananen, Äpfel, getrocknete Mango, Darvita. Was gibt es noch? Das muss ich gerade studieren, das habe ich noch aufgezählt. Ah, und ab und zu so ein bisschen Basler Leckerli oder, wenn es ganz ein wichtiger Match ist, auch mal ein bisschen Schoki. Aber sonst vor allem Früchte, getrocknete Früchte und Darvita. Bunti. Soviel ich weiß, ist sie mal oder in ihrem ersten Asiat-Training, glaube ich, ganz farbig angezogen ins Training gekommen und seitdem heisst sie Bunti. Das ist meine Geschichte, die ich kenne. Mein Spitzname ist Bunti und der Name ist so entstanden, dass ich im Training mit den B-Junioren bei Piranha mal meine Trainingssachen daheim vergessen habe und dann halt müssen alles auslehnen von Kolleginnen. Das heisst, ich bin nachher in orangen Schuhen, in roten Hosen und in einem gestreifelten Liebli da gestanden. Und dann hat eine Kollegin gesagt, ich sehe aus wie eine kleine bunte Serie. Dann habe ich gesagt, Serie habe ich nicht so gerne von Serien abgeleitet. Dann hat es geheißen kleine bunte. Und das ist dann halt auf dem Feld einfach zu lang gewesen, zu rufen. Hat eine mal angefangen, wo wir in der Linie gespielt haben, immer nur bunte zu rufen. Ja, und jetzt ist es so weit, dass gewisse Leute nicht einmal mehr wissen, wie ich eigentlich richtig heiße. Darum ist bunte ziemlich etabliert seit etwa 2003.